Herzlich willkommen bei Chef in the Woods. Schön seid ihr diese Woche hier, heute mal wirklich in the Woods. Seht euch das an. Heute machen wir ein Piña Colada. Die meisten von euch kennen das, da braucht man nicht allzu viel dazu. Was wir dazu brauchen, wie es am Ende aussieht und schmeckt, das seht ihr jetzt. Leute, wir höhlen die Ananas aus. Seid da vorsichtig oder nehmt ein kleines Messer, wenn ihr euch da unsicher seid, mit so einem großen dahinter zu gehen. Nach getaner Arbeit, Freunde, schaut das Ganze so aus, richtig geil. Extra habe ich hier unten das nicht so schön herausgenommen. Den Saft habe ich auch ein bisschen drin gelassen, das ist ja sowieso dasselbe, wie wir nachher reingeben. Und es hat ein bisschen Stücke drin, mag ich. Ja, ganz einfach, wie geht's weiter? Wir geben da rein 6 Shots Malibu. Wir geben da rein Ananassaft, 2 Shots. Und wir geben da rein 2 Shots Kokoscreme, also hier Kokosmilch, ne? Jetzt kann man hier Deckel wieder drauf. Bleibt halt nicht so stehen hier mitten im Wald. Freunde, das war's schon. Zum Wohl! Das ist mal geil, wirklich. So richtig Strandfeeling kommt hier auf. Fehlt noch hier Sand, barfuß, ein bisschen das Meer rauschen. Aber Leute, das geht auch im Wald. Das trinke ich locker aus. Ihr schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Ganze gefallen? Falls ihr es nachgemacht habt, wie hat euch das geschmeckt? Abonniert den Kanal hier. Liked das Video hier. Auf dieser Seite lasse ich euch den Whisky Bacon Drink und da lasse ich euch die Drinks Playlist. Wir sehen uns nächsten Mittwoch mit dem Drink Video bei Chef in the Woods.